Ja, und wieder einmal habe ich ein Get Free, eine Frau seelsorgerlich zu begleiten, hinter mich gebracht. Heute am 10.09.2022. Ich möchte an dieser Stelle einmal den Heinzelmännchen im Hintergrund danken. Meinem Mann möchte ich danken, der mich immer so unterstützt und segnet und auch vorher und nachher viel aushalten muss. Ich kann euch jetzt kein Foto von ihm zeigen, aber glaubt mir, er lebt noch. Er ist nämlich hier am Filmen. Als ich diese Begleitung anfing, nein, ich muss ein bisschen früher anfangen. Ich kannte die Frau nicht, sie wurde mir bekannt gemacht durch auch eine Unbekannte, die ich kennenlernte. Ich habe einmal zu Gott gesagt, ich suche mir die Leute nicht. Du kannst sie mir bringen. Also begann ich zu begleiten und vor einiger Zeit hat mir der Herr gesagt, hör auf, in Strukturen und Schablonen zu denken. Denk über das hinaus. Und das ist mir dann bei dieser Begleitung passiert. Ich nenne jetzt diese Frau Barbara, sie heißt nicht so. Die Barbara hat einfach ein Thema gehabt mit diesen Strukturen, die ich immer angewendet habe, immer dieses Buch, immer in einem neutralen Gebäude, immer alles genau gleich, mehr oder weniger. Und ich habe lernen müssen, dass Barbara etwas ganz anderes braucht. Und zwar die Perspektive Gottes musste ich abholen. Wir haben uns auch einmal ein bisschen angeschnauzt. Aber wie es so schön heißt, Gewitter reinigt auch die Luft. Und es bringt einfach neues Leben. Ich dachte, sie ist so unnahbar, so wie ein Nuss, aber ich hatte keinen Nussknacker. Aber Gott ist alles möglich. Und heute war ich völlig überrascht. Bei diesem Abschluss nach 4 Stunden und 10 Minuten, wie gut es einfach war. Und wir haben noch einen Spaziergang gemacht. Sie hat mich noch zum Essen eingeladen. Und es war einfach so toll, das alles zu erleben. Und in mir ist ein mega warmes Gefühl zurückgeblieben. Und ich danke einfach Gott, der mir das alles so geschenkt hat. Gestern noch hatte ich eine totale Ruhe und habe gesagt, ich muss nicht mehr überlegen, ob ich die Kraft habe. Ich tue es einfach, wie der Hummel auffliegt und sich nicht überlegt, ob er das kann. Mein Mann hat heute Morgen meine Angst gespürt, die ich hatte im Zug unterwegs, ohne dass ich es sagte. Er kennt mich ja sehr gut und mir auch Mut zugesprochen. Da bin ich so, so dankbar. Und er hat sich heute um ganz viele Dinge hier zu Hause gekümmert. Aber vielleicht kennst du das, wenn du heimkommst, siehst du zuerst in deiner Müdigkeit alles, was nicht so ist, wie du es möchtest. Hier möchte ich mich auch gleich entschuldigen, da es genau jetzt hört. Vergib mir bitte. Ich war um 10, also 9.56 Uhr dort und bin gerade jetzt um ungefähr 8:30 Uhr heimgekommen. Es war wirklich intensiv, aber ich bin so dankbar. Das Spezielle, dann irgendwo unterwegs ging ich aufs Klo. Als ich zurückkam, war ein Insekt auf meinem Stuhl. Ich kenne mich nicht aus, ich habe gegoogelt, es war eine Stinkwanze. Irgend sowas und ich habe gedacht, will mir das Insekt, will das mir jetzt etwas sagen? Warum ist das so? Ich brauche dieses Bild gerade. Wo stinkt es in meinem Leben zum Beispiel, dass ich meinem Mann gegenüber anders sein müsste? So jetzt auch heute Abend. Weil Gott hat uns nicht einen Geist der Unbeherrschtheit und Lieblosigkeit gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Selbstbeherrschung. Und jeder von uns hat noch Luft nach oben, so auch ich. Ich bin dankbar für diese Begleitung mit Barbara und was Gott an ihrem Leben schon getan hat. Und weißt du, das meiste hat er ohne mich getan. Der Heilige Geist ist nämlich der beste Tröster, Überführer. Er missbraucht nicht, er geht nicht über Grenzen. Gott möchte auch dich und deine Geschichte nutzen, wie er es bei mir tut. Er hat mich und meine Geschichte genutzt, die auch Barbaras Geschichte hätte sein können. Ich bin dankbar. Ich war einfach heute die Person, die verfügbar ist, für diese Begleitung zu machen und auch abzuschließen. Ich führe Menschen nicht in Abhängigkeit von mir, deshalb lasse ich sie auch los am Kreuz, gebe ich sie Gott ab. Sie brauchen mich nicht, Gott braucht mich nicht, er kann mich brauchen. Ich bin ready for take-off für die nächste Begleitung, wenn es denn sein soll. Ich werde niemand suchen, wenn Gott jemand schickt, dann gerne. Und so möchte ich jetzt mich bei der Barbara für ihr Vertrauen bedanken, bei meinem Mann Ulrich, der sich immer wieder investiert und bei Gott, der mir nie einen Arschtritt gegeben hat in meinem ganzen Leben, sondern mich immer wieder geliebt hat, obwohl ich so viel falsch machte. Ich wünsche dir, dass du diesen Gott auch in seiner Länge, Breite, Tiefe und Höhe erleben darfst, wie ich es darf. Und weißt du, er arbeitet nach dem Zwiebelprinzip.
Schicht um Schicht und viele Tränen. Heute meine siebte Get Free Begleitung abgeschlossen, selber ein Get Free gemacht, also acht Get Frees im Prinzip, aber Get Free, Stay Free ist dein Lifestyle. Wie du ja gehört hast, habe auch ich immer noch Baustellen, die ich angehe. Das muss uns nicht entmutigen, sondern oft zeigt uns Satans Dinge auf, es hast jetzt wieder nicht geschafft, zu deinem Mann nett zu sein. Aha. Aber weißt du, ich sah wie Maria Prean, Satan, du machst in meinem Leben die Drecksarbeit. Du zeigst mir Dinge auf, die noch offen sind, ja. Die ich ändern soll, die ich mit Gottes Hilfe ändern werde. Und das spreche ich auch über mir aus und über dir im Namen Jesu. Amen.